Wo ist der Kleine? So. Ja, ist einer. Nicht schlimm. Jawohl. Foto. Das wird die Scheiße markieren, ne? Gleich. Gleich. So. Gut, dann hält jetzt eine fest. Ja. Und das andere machst du auch hier hin. So, damit das zumindest in der Luft ein bisschen ist. Warte, als erstes nach vorne gehen. Ja, warte mal. Hier. So, zack. Ah ja, da hat er getrunken. So, das heißt, wir haben uns eine Bezugskante gesucht. Ja, hier, da sind hier hässliche Flaschen. So, das heißt, dieses Ding an dieser Kante. Ja, markier die Kante auch weiß. Wahnsinn. Warte. Bevor man das auseinander macht, muss man das markieren. Fest und klopft da drauf. Warte. Was? Ja. Schon komm, oder? Da ist er schon. Das ist dann Schraubstelle. Warte, wo war? Wahnsinn.
Jetzt wieder abklopfen mal. Ja. Das Stück irgendwas. So, jetzt machen wir ein bisschen Krach mit Synchronisation. So. Ja, jetzt haben wir schon alles probiert, um dieses Kugellager hier abzukriegen. Und wir müssen es jetzt mit der Presse versuchen. Und zwar das. Erstmal hier so ein Abzieher. Vorspannung drauf und das Pressing nochmal. Mit der Presse scheint das gut zu funktionieren. So, haben wir das kaputte Lager. Hier die Kardanwelle. So, jetzt machen wir einfach mal direkt das neue Lager drauf. So, hier habe ich das neue Lager. Und zwar hier. So, ganz gut aus. Schmeißen wir das mal drauf. Und das werden wir so machen. Wir legen das hier rein. Drehen die Kardanwelle um. Ne, brauchen wir vielleicht gar nicht. Doch, wir drehen die Kardanwelle um. Und dann pressen wir hier auf dieses Stück. Pressen wir das drauf. Ja, so machen wir das. Dafür muss das alles hier runter. Tiefe hier. Dafür machen wir den hier einfach mal erstmal nach hier. Den darfst du nicht zu weit machen. Den nach hier. So. Und es scheint von der Höhe her zu passen. Ja, eine Brücke. Dafür haben wir ein Rohr. Das passt hier auf die innere Schale. So. Ja, okay, jetzt verstanden. Das müssen wir hier so machen, damit die Welle hier in das Loch reinpasst. Ja. Schauen wir mal an. Geht. Ja, passt durch. Wir nehmen den Adapter. Oh, 1 mm. 1 mm. Oh, noch ein Stück runter.
Warte, ich guck mal, ob du noch ein Bild bist. Wird eng. So. Adapter kommt drauf. Jetzt bist du wieder. Der Adapter passt ganz genau da drauf. Jetzt muss man auch drauf achten, damit wir das hier nicht kaputt pressen, dass die Fläche hier eben ist. Oder von mir aus noch einen anderen Adapter da drauf, damit da nichts schief angesetzt wird. Und machen wir die Kabelwelle kaputt. Erneuert. Jetzt einfach wieder alles zusammenstecken. Hier kommt der Splint drauf. Ja, sieht alles super aus. Ja, damit kann man ja 800 Euro gespart. So, hier ist das gepresste Stück. Jetzt hole ich noch die Kabelwelle. So. Hier die Welle und hier die Manschette. Aber erstmal noch die Splinter. Der Splint muss da rein. So, hier noch der Sprengring. Der wird hier noch drauf. Sitzt. Jetzt machen wir hier die Manschette, die ziehen wir hier drüber einmal. Die alte Manschette, so, sehr schön. Auch die bleibt sogar hier schon hinten. Und hier ist auch nochmal ein Splint, der rastet hier von alleine ein. So, das. Wir haben hier die Markierung, da müssen wir gucken. Mit weißer Farbe haben wir das hier markiert. Und die weiße Farbe ist auch hier gut zu erkennen. Hier ist ein weißer Farbstift und hier, das machen wir jetzt mal schön nach oben drehen. So. Ja, ich glaube, der Sprengling, der muss noch mal. Ja, da zieht er sich schon aus. Die Markierung passt nicht. Sitzt fett rein. Hier kommt jetzt noch Gelenkbeinfett drauf, damit das Gelenk nicht trocken läuft, sondern nämlich alles abgeputzt. So. Die Manschette. Das hier haben wir ja aufgekrimpt und das müssen wir dann noch einmal wieder leicht zukrimpen, wenn das Teil drauf ist. Und zwar das Blech, das biege ich an manchen Stellen noch ein bisschen offen, damit ich die Manschette nicht beschädige.
Kann man hier ein bisschen klopfen? Fertig. Die Karnevale kann wieder eingebaut werden. Das Lager funktioniert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen, wie man so ein Karnevalmittellager macht bei Fahrzeugen, wo es das Teil so gar nicht einzeln gibt. Heißt also, dieses Teil, 800 Euro, Karnevalmittellager für einen 30er. Für mich eigentlich ein Schnäppchen. Hat auch gut funktioniert. Dafür habe ich mich jetzt einfach mal 2-3 Stunden in die Garage gestellt und habe mir das Teil selber umgepresst. Also ich bin zufrieden. Und was diese Manschette hier angeht, ja, die soll ja eigentlich nur das Fett im Gelenk halten. Hier kann man jetzt noch eine Schelle drauf machen, muss man aber nicht. Die habe ich jetzt erstmal nicht drauf gemacht. Die werde ich wahrscheinlich drauf machen, wenn die Karnevale unterm Auto ist. Natürlich hoffe ich, dass oder ich gehe davon aus, dass ihr nicht in die Notlage kommt, einen Cayenne zu fahren und dann eine helfende Karnevale zu haben. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Wenn euch das geholfen hat, Daumen hoch. Ansonsten abonniert mich. Bis dann. Ciao.